Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mit euch einmal über mein letzte Woche gestartetes neues Format reden möchte. Ich meine natürlich damit Lohnt sich. Ein Format, was vielleicht besser klingt, wenn man da einen Titel hinterhängt, also Lohnt sich Blade and Soul, wie letzte Woche beispielsweise. Ein alleine stehen funktioniert das nicht so hundertprozentig. Grundsätzlich bin ich nämlich nicht so ganz damit zufrieden, wie das Format funktioniert. Und da würde ich gerne ein bisschen dran rumschrauben, um das Ganze zu verbessern. Und da würde ich zum einen erstmal darauf eingehen, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt, denn ich denke, es macht immer Sinn, dass man aus den Kommentaren tatsächlich lernt. Ja, man kann selbst aus denen, der mir Rassismus vorwirft, weil ich das animehafte Charakterdesign kritisiert habe, selbst aus solchen Kommentaren kann man durchaus etwas lernen. Aber es waren ja auch ganz andere Kommentare dabei, die das ein oder andere angemerkt haben oder auch kritisiert haben. Und da versuche ich jetzt mal so ein bisschen was rauszuziehen, was man daran dann verändern kann. Es hat ja auch bei Elder Scrolls Weekly schon sehr gut funktioniert mit eurem Feedback, dass sich das Format erst nach und nach eben durch eure Anregungen und Kritik zu dem entwickelt hat, was es mittlerweile ist. Und vielleicht schaffen wir das mit dem neuen Format Lohnt sich genauso. Denn grundsätzlich finde ich die Idee hinter dem Format sehr gut und es ist ein Format, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich das sehr gerne als funktionierendes Format bei mir auf dem Kanal etablieren möchte. Gerade in der Zeit zwischen den verschiedenen DLCs bei Teso ist es für mich einfach eine schöne Abwechslung, auch mal andere Spiele zu sehen, also quasi einen Blick über den Tellerrand zu haben und eben mehr aus der Gaming-Branche dann auch tatsächlich selber ausprobieren zu können. Und dieses Format gibt mir eben die Möglichkeit dazu, denn normalerweise, wenn ich meine Zeit darin investiere, irgendein Spiel zu spielen und kein Video darüber mache, ist das für mich wieder so ein bisschen verlorene Zeit gefühlt, weil ich die Zeit auch dafür nutzen könnte, irgendwas über Teso zu machen beispielsweise. Und daher würde ich das Format gerne zum Laufen kriegen, einfach damit ich für mich selbst auch ein bisschen mehr Vielfalt da drin habe in meinem Feierabend sozusagen. Und ja, bitte gerne Anregungen und Kritik dazu in die Kommentare. Achso, nur kurz noch vorab, das Spiel im Hintergrund ist natürlich Blade and Soul, das kürzlich gestartete Martial Arts MMORPG, aber naja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann werdet ihr das wahrscheinlich eh wissen, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das mal erwähnen. So, grundsätzlich hatte ich mir bei diesem Format gedacht, dass es ein erster Eindruck sein soll. Ich glaube, das habe ich in dem Video nicht richtig kommuniziert und wahrscheinlich habe ich einfach zu sehr angenommen, ich hätte das im Vorfeld, weil ich schon mal irgendwann erwähnt hatte, dass ich so ein neues Format plane mit dem Namen, dass daher irgendwer das schon mal wissen würde. Aber ich glaube, da sollte ich auf jeden Fall nochmal in den einzelnen Videos deutlicher darauf eingehen, dass es eben kein vollständiges Review ist. Ich habe nicht den Anspruch dazu, eins zu machen und ich habe auch nicht den Anspruch darin, erstmal 60, 70, 80, 100 Stunden in so ein MMO zu stecken, um wirklich jedes System bis ins allerletzte Detail kennengelernt zu haben. Das heißt aber auch, dass es eben nur ein erster Eindruck sein soll, kein vollständiger. Das heißt, ich werde mir die Zeit nehmen, ein paar Stunden des Spiels zu spielen, und dann werde ich meine Meinung darüber wahrscheinlich geformt haben und dann kann ich so ein Video aufnehmen. Beim letzten Mal bei Blade & Soul war es so, dass ich in etwa knappe 4 Stunden an Spielzeit vorher darin investiert hatte und ich dachte, dass es eigentlich sollte das genug sein, um zumindest einen ersten Eindruck sich davon machen zu können. Denn wenn man 4 Stunden eines Spiels gespielt hat und immer noch nicht weiß, worum es eigentlich geht, dann hat das Spiel schon mal grundlegend etwas falsch gemacht. Und ich denke, dass ich in der Hinsicht schon durchaus bei 4 Stunden sagen konnte, ich habe mir eine Meinung dazu gebildet, ich kann was über das Spiel erzählen, ich kann es ein Stück weit vorstellen und dann meine Meinung dazu wiedergeben und gucken, was eben Stärken und Schwächen des Spiels sind. Aber die Art und Weise, wie ich das dann strukturiert habe, hat eben noch nicht so ganz gepasst. Die Zeit allerdings, 4 Stunden, vielleicht sollten es bei ein paar Spielen mehr sein, vielleicht hätten es bei Blade & Soul mehr Spielzeit sein sollen. Aber gut, schlussendlich habe ich mich jetzt dafür entschieden, das nicht zu lange hinauszuzögern, da ich wusste, dass ich die letzte Woche und auch die kommende Woche jetzt einfach keine Zeit habe, noch mehr Zeit da rein zu investieren. Da habe ich gedacht, das Video passt zu dem Zeitpunkt schon mal ganz gut. Ist dann ja auch noch halbwegs nah am Release-Termin dran. Und da ich eben diese 4 Stunden Zeit darin investiert hatte, habe ich eben nicht alle Systeme vorgestellt, die es im Spiel gibt. Und das wurde auch kritisiert, dass ein MMO mehr MMO-Aspekte vielleicht hätte ansprechen sollen. In dem Fall ist gemeint das Gruppenspiel, also Dungeons, die es zu dem Zeitpunkt, wo ich war und dem Stand mit Level 11 war das, glaube ich, nicht da war. Das Spiel hat mir nichts davon gezeigt. Es hat mir nichts vom PvP gezeigt, was ja eine der großen Stärken dieses Spiels sein soll. Und ich weiß zwar davon, weil ich eben auch im Vorfeld mich ein bisschen darüber informiert habe und auch Videos dazu gesehen habe, dass es eben einen sehr großen 1 gegen 1 PvP-Aspekt in diesem Spiel gibt. Und der sogar E-Sport-tauglich sein soll in Korea. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Und ich habe mich auch nicht dafür extra angemeldet, weil ich mit Level 11
keine Chance habe gegen irgendwen, der schon Maximallevel erreicht hat. Ich werde einfach nur in den Boden gestampft und meine Meinung wird dann sein, ja, okay, PvP ist eine Katastrophe, ich habe ja nicht mal den Hauch einer Chance. Was bringt das? Und zeigen könnte ich euch da auch nichts wirklich, wenn ich in 1 bis 2 Sekunden in meinem Staub liegen würde. Daher habe ich den PvP-Aspekt auch rausgelassen. Was ich noch hätte vielleicht ansprechen sollen, was ich auch hätte machen können, ist vielleicht der Item-Shop bzw. das Business-Modell. Es ist Free-to-Play, ich habe es nicht einmal wortwörtlich erwähnt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ich habe es lediglich am Anfang einmal in die Infos reingeschrieben, die am Anfang des Videos eingeblendet wurden. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf eingehen sollen, was ich von diesem Modell halte und ob es gut, schlecht oder wie auch immer für dieses Spiel funktioniert. Mit dem Item-Shop, den habe ich mehr oder minder bewusst rausgelassen, weil ich dazu tatsächlich keine Meinung habe. Ich habe gehört, dass er fair sein soll, ich habe nichts gesehen, was jetzt sonderlich dagegen sprechen würde. Aber ich habe jetzt nie irgendwo gefunden, was die einzelnen Währungen tatsächlich an realem Geld für Wert haben. Das heißt, ich konnte nicht sagen, das Ding ist jetzt so und so viel Euro wert, sondern ich sehe nur diese NC-Soft-Währung. Also sind das NC-Coins, N-Coins oder sowas? Da kann ich aber nicht sonderlich drüber reden. Und da ich das nicht einschätzen kann, habe ich es dann lieber weggelassen, als irgendwelchen kompletten Unsinn zu erzählen. Denn bis zu Level 11 habe ich nichts mit dem Itemshop zu tun gehabt und habe auch in keinster Weise mich gedrängt gefühlt, irgendwas mit dem Itemshop zu machen. Ich musste nichts kaufen. Ja, okay, man kann sagen, vielleicht der Inventarplatz ist begrenzt, aber gut, das ist ja in vielen Spielen, ne? Das ist jetzt kein Problem, was nur exklusiv für Blade & Soul ist und was jetzt irgendwie mit dem Itemshop zwangsläufig zu tun hat. Daher habe ich das eben nicht angesprochen. Ich hatte zunächst auch noch überlegt, ob ich dann vielleicht eine Art Follow-up-Video mache, ebenso einen zweiten Teil oder ein, ich glaube MMORPG nennt das, ein Review in Progress, und dass ich dann davon eine Variation mache. Aber schlussendlich habe ich mich dagegen entschieden. Zum einen, ich habe einfach keine Zeit weiterzuspielen im Moment. Ich habe in den letzten 1,5 Wochen auch keine Zeit gehabt, mir das Spiel auch nur einmal wieder anzusehen. Ich habe es 2-mal versucht, ehrlich gesagt. Aber ich hatte dann einen Warteschlangenplatz über 1000. Und, das ist einfach furchtbar, dann noch erstmal 1/2 Stunde warten zu müssen, bis ich dann reinkomme. Da kann ich meinen Feierabend auch besser verbringen, ehrlich gesagt. Und daher habe ich das nicht gemacht. Und daher wird es auch wahrscheinlich kein Follow-up-Video dazu geben. Zumindest ist aktuell keins geplant, da ja jetzt gerade auch eben der neue DLC für The Elder Scrolls Online, also die Diebesgilde, auf dem PTS erscheinen soll. Und das hat dann nun mal einfach die Priorität auf diesem Kanal. Ist halt so. Daher muss dann halt ein anderes Spiel hinten anstehen, wie eben in dem Fall Blade & Soul. Und es gibt ja auch noch diverse andere Spiele, die ich mir auch gerne angucken würde. Und ich bin auch schon angefangen, mir ein weiteres anzuschauen. Aber da eben jetzt der DLC rauskommt, werde ich auch das natürlich hinten anstellen. Und eventuell muss ich sogar noch weiter hinten anstellen, wenn demnächst Black Desert irgendwann rauskommt. Ich habe immer noch keinen Zugang zu dem zweiten Beta-Wochenende, was die veranstalten wollen. Ganz einfach, weil ich... Das kostet, glaube ich, 60 Euro. Da sitzt im Moment einfach nicht drin. Nur für einen Beta-Zugang und dann das Spiel. Und daher kommt das im Moment nicht in Frage. Ein weiteres Problem, was sich bei dem Video aufgetan hat, ist, was mir auch schon im Vorfeld klar war, die Charaktererstellung. Es macht irgendwo Sinn, sie direkt an einen Anfang eines Videos zu setzen, eben weil sie auch den Anfang des Spiels darstellt. Und für viele Leute ist das auch ein sehr wichtiger Aspekt. Viele Leute sehen ihn aber nicht gerne in Videos und finden ihn wahrscheinlich relativ langweilig und schalten deswegen ab. Das habe ich schon früher in irgendwelchen Videos gemerkt, dass bei der Charaktererstellung spätestens Schluss war, aber ich finde, man sollte sie trotzdem irgendwie ansprechen und mit reinbringen, gerade weil sie ein so großer Aspekt eines jeden MMOs ist, oder zumindest sein sollte. Und daher weiß ich noch nicht so ganz, wohin ich das jetzt schieben soll. Denn es wirkt auch irgendwie falsch, die Charaktererstellung einfach irgendwo ans Ende zu packen, weil es einfach ein Aspekt ist, den man am Anfang eines Spiels erlebt. Da muss ich nochmal schauen, wie man das am sinnvollsten aufteilt, da könnt ihr mir auch gerne eure Meinung zu sagen. Ich bin mir da einfach noch nicht sicher, wie das Ganze da ablaufen soll. Eine Sache dagegen weiß ich, was ich beim nächsten Mal anders machen werde, und das betrifft den Stärken- und Schwächenteil. Der muss definitiv kürzer werden. Jetzt war das eben so, dass es knapp das halbe Video fast ausgemacht hat. Und das ist definitiv zu viel. Und es ist vor allen Dingen viel zu viel Redundanz damit drin. Ich habe dann nämlich einmal die Systeme so ein bisschen erklärt. Und dann habe ich dann in den Stärken und Schwächen eigentlich nochmal erklärt. Ich habe versucht, da noch mehr Aspekte drumherum einzubringen, aber schlussendlich sind es dieselben Sachen gewesen. Ich habe 2-mal über den Kampf geredet, 2-mal über das Movement. Ja, da ist einfach zu viel Redundanz, das kann man kürzen, da werden die Stärken und Schwächen deutlich kürzer am Ende des Videos sein, um das Ganze nochmal
einfach nur zusammenzufassen in einer kürzeren Zeit. Einfach nur einmal die Punkte runterlisten, vielleicht ein, zwei Sätze zu jedem Punkt sagen, aber mehr dann auch nicht. Die Erklärung der einzelnen Sachen sollte dann vorne anstehen und nicht in diesem Teil nochmal aufgegriffen werden. Das heißt natürlich auch, dass ich dann mehr Zeit habe für andere Elemente, denn ich möchte nicht da jetzt erstmal eine stundenlanges Video ausmachen, sondern ich plane grob immer so um die 20 Minuten eigentlich, was schlichtweg damit zu tun hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach irgendwann nachlässt. Also selbst wenn ich Elder Scrolls Weekly mache, guckt der Großteil der Leute 10 Minuten, vielleicht 12 Minuten und dann schalten viele ab. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man das durch ein Video hin und her springen kann mit Anmerkungen oder auch, dass man einfach für Kommentare, wenn man auf Kommentare antwortet oder mal einen Kommentar schreibt, auch nur den Anfang des Videos hat und der restliche Teil dann eben nicht angesehen wird, was natürlich dann auch wieder einen Einfluss darauf hat. Aber schlussendlich ist halt 10 Minuten so ein Wert, an dem man sich grob orientieren kann. Das heißt, 15 bis 20 Minuten ist so der optimale Wert für ein Video derzeit auf meinem Kanal. Und daran möchte ich mich auch orientieren, um die 20 Minuten lang dieses neue Format eben zu machen. Aber grundsätzlich ist ja trotzdem mehr Zeit für andere Elemente und dann hätte ich vielleicht auch jetzt das Gruppenspiel, PvP oder Itemshop noch gut ansprechen können, aber dadurch, dass ich eben Stärken und Schwächen so enorm viel Zeit eingeräumt habe, wäre das Video einfach locker bei einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten gelandet, wenn ich das gemacht hätte. Naja, ich bin auch überlegen, den Anfang irgendwie zu überarbeiten, um den interessanter zu gestalten. Eine Idee ist dabei, dass man sich nochmal das Marketing anguckt für dieses Spiel, beziehungsweise die Versprechen, die Entwickler oder auch Publisher im Vorfeld zu dem Spiel gegeben haben und darüber so ein bisschen einsteigt, was die sich vorgenommen haben oder was die vorgegeben haben, was das Spiel ist und darüber dann so ein bisschen die einzelnen Systeme aufdröselt und dann am Ende guckt, was davon haben sie wirklich gehalten, dann geht man auf Stärken und Schwächen ein und dann fasst man das Ganze halt so ein bisschen zusammen und hat ein Ende des Videos. Ansonsten bin ich eigentlich damit zufrieden, wie das Ganze strukturiert ist, nämlich dieses Podcast-artige. Ich bin auch lange Zeit vorher am Überlegen gewesen, ob ich nicht einfach eine direkte Aufnahme mache, also während des Spielens live darüber kommentiere. Aber schlussendlich musste ich mich dann mehr oder minder dagegen entscheiden, was mit meiner wohnlichen Situation einfach zusammenhängt. Ich wohne hier mit 5 anderen Leuten in diesem Haus und ich habe einfach sehr selten die Möglichkeit, dann tatsächlich ungestört irgendwas am Stück aufzunehmen. Und in solchen podcastartigen Sachen, auch wie das hier jetzt, kann ich zwischendurch problemlos schneiden. Und ich kann auch zwischendurch lange Pausen da drin haben. Das fällt am Ende nicht auf. Aber wenn ich das in einem Live-Kommentar mache und dann knallt irgendwo eine Tür zu oder es macht ja eine Jalousie runter oder weil hier gerade Wasserleitungen durchlaufen, macht Wasser an irgendwo im Haus, das, ja, das möchte ich euch nicht antun. Ich finde, das mindert auch die Qualität eines Videos extrem und daher kommt das leider nicht so richtig in Frage. Ich muss alleine einen Teil des Videos mit der Charakterstellung habe ich nämlich live aufgenommen, hat man wahrscheinlich auch dann gemerkt im Video. Den muss ich 3-mal aufnehmen deswegen. Und ich habe schon ganze Videos, ich habe mal für Shadow of Mordor habe ich ein einstündiges Video mal aufgenommen mit Gameplay, Kommentaren und allem drum und dran und am Ende musste ich es komplett wegschmeißen, weil ich hatte Kopfhörer auf und habe deswegen nicht gehört, dass jemand auf den Dachboden gegangen ist und da alles Mögliche rumgeräumt hat und dann konnte ich die komplette Aufnahme wegschmeißen, weil man halt über 25 Minuten in dem Video das Gerumpel gehört hat. Ihr glaubt gar nicht, wie frustrierend das ist. Aber das hat auch wieder positive Aspekte, denn dadurch wurde Elder Scrolls Weekly zu einem podcastartigen Format und das funktioniert doch halbwegs gut. Und daher hatte ich auch gedacht, dass ich diese podcastartige Struktur nehme, dieses ich rede über das Spiel und lege dann passendes Gameplay bzw. Schnittmaterial in den Hintergrund. Funktioniert wahrscheinlich auch für eben lohnt sich und das ist dann der Weg, den ich auch versuche, weiterhin zu gehen. Als letzten Punkt sollte ich wahrscheinlich ansprechen, dass ich theoretisch dieses Format nehmen kann und das über einen DLC bei Teso machen könnte. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob ich das tatsächlich machen werde und auch dazu könnt ihr mir gerne eure Meinung sagen. Werde ich jetzt, wenn ich die Diebesguild jetzt auf dem PTS sehen kann, auch darüber ein Format lohnt sich machen? Oder soll ich es lieber wieder in Elder Scrolls Weekly oder sonst wo aufgreifen? Ich bin mir da eben noch nicht hundertprozentig sicher, was da der sinnvollste Weg ist. Vielleicht auch einfach wie bei den letzten Malen einen richtigen Ersteindruck, dass ich mich einfach direkt da, wenn ich mich einlogge, anfange aufzunehmen und versuche, dass die irgendwie klappt. Wer weiß, vielleicht habe ich ja mal Glück. Muss ich mal schauen. Könnt ihr mir gerne Feedback dazu geben. Wie gesagt, Feedback immer sehr, sehr gerne. Und dann können wir das Ganze zu einem richtig guten Format entwickeln. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und damit denke ich, habe ich auch genug über dieses neue Format geredet. Ich hoffe, euch sprechen die Änderungen an und ich kann es beim nächsten Mal auch sehr viel sinnvoller umsetzen und einfach ein bisschen strukturierter vorgehen. Und dann, ja, sehen wir uns spätestens am Freitag wieder bei Elder Scrolls Weekly. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.